Und damit herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Folge Let's Play Factorio. In der letzten Folge haben wir uns eine Holzpelletsproduktion in so einem Factorissimo-Gebäude gebaut. Und das, was wir hier an Holz produzieren, da könnten wir eigentlich viel mehr Pellets raushauen. Aber wir sind natürlich räumlich erstmal beschränkt mit diesem kleinen Gebäude hier. Das ist 30x30. Und ich hätte aber gerne ein Fabrikgebäude Nummer 2, also ein weiteres Fabrikgebäude, sagen wir mal so. Und das finden wir, wenn wir ganz doll suchen, irgendwo, nämlich da. Fabrikgebäude Mark 1. Brauchen wir ganz viel Stein und ganz viel Eisenplatten. Stein haben wir noch hier drin. 500 brauchen wir. 1, 2, 3. Zack. Eisenplatten. Und Crafting Speed Upgrade im Inventar haben wir auch schon abgegradet. Das Upgrade abgegradet. So, 1, 2, 3. Das sollte reichen. Und dann können wir ein Fabrikgebäude Mark 1 bauen. Und Nitrogen Processing könnten wir auch schon mal forschen. Das werden wir vielleicht auch noch brauchen. Oxygen Jazz. Gas haben wir. Jazz. Jazz oder Gas? So. Dann gehen wir in die Produktion rein und hätten nämlich gerne befeuerte Dampfkessel Nummer 2. Und alter Schwede, was brauchen wir dafür? Wir brauchen... Alter, das dauert eine Minute, das herzustellen. Was ist das denn? Okay, Energieverbrauch. 5,1 Megawatt. Also der ist schon besser, ne? Mal so gesagt. Und dieser Hund im Hintergrund, irgendwann... Ja. Gut, wir stellen die einfach mal her. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Stahl. Stahl, gib mir Stahl. Zack. Und dann kann ich von den Dingern 7 Stück herstellen. Ja, das reicht mir auch erstmal. Objekte wurden beschädigt. Wir gucken uns das Ausmaß der Zerstörung an. Das ist alles noch im Rahmen. Im Nudelsuppenrahmen. Nitro Processing ist fertig. Schrotpatronen sind vollkommen irrelevant. Chlorin Processing. Das brauchen wir auf jeden Fall. Forschen. Ja, das brauchen wir. So, dann gehen wir mal hier nach unten. Gucken uns mal unsere erste Stromproduktion in Fabrikgebäuden an. Ich würde fast sagen, das stellen wir hier daneben. Kann man? Warte mal. Wenn ich jetzt hier oben ein Rohr anschließe, zack. Das probieren wir jetzt mal aus. Das wäre nämlich nice. Das geht aber nicht. Ich komme da nicht hin. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob das geht. Ob ich da, wenn ich quasi dann von einem Fabrikgebäude direkt in ein anderes gehe, ob das dann übertragen wird. Das würde mich nämlich brennend interessieren. Und wenn man hier mal die Dinger auch an, das Interface. Und zack. Und Wasseranschluss. Das heißt, wir dürften hier schon mal fließendes Wasser haben. Jawohl. Übertragungsmodus Eingabe. Chlorinprozessing ist ebenfalls fertig. Powdermetallurgie, Metallmischofen. Da können wir Metallmischöfen herstellen. Wood Processing 3. Wood Bricks. Warte mal. Wir könnten das sogar in Wood Bricks noch umwandeln. 8 Pellets, 25 Megajoule. Forschen. Wir überlegen uns das mal. Jetzt nehmen wir erstmal unsere
neu gebauten Dampfmaschinen, beziehungsweise unseren neu gebauten hier Verbrennungsöfen. Wenn ich denn wüsste, da sind sie. Befeuerter Dampfkessel 2. So, und dann hätte ich das gerne hier schön in einer Reihe aufgereiht. Und dann wäre es ganz zauberhaft, wenn das hier rauskäme. Und in dieser Wasseranschluss, der geht erstmal auf die andere Seite. So. Ah, verdammt. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen verschieben. Andererseits. Ne, komm, machen wir anders. Wir lassen das Ganze nämlich hier so seitlich runterlaufen. Und zwar so. Zack. Wood Pellets. Und dann können wir hier nämlich unseren Wasseranschluss direkt anschließen. Zack. So, Dampf wird produziert. Und jetzt haben wir keinen Brennstoff mehr. Das ist okay. Und hier holen wir uns dann unser Material rein. Das war falsch. So, unsere Pellets bitte hier einfügen. Und dann erstmal so. Das sollte ich vielleicht auch mit Kohlegreifern machen. Drei, vier, fünf. Haben wir noch zwei. Können wir bestimmt herstellen. Einen. Dein Ernst? Brauchen mehr Eisen. Okay. Dann holen wir uns die Pellets schon mal her. Aber ich werde jetzt auch erstmal hier ein paar Boiler anschließen. Beziehungsweise Dampfmaschinen, nicht Boiler. Eins, zwei, drei. Leistung, verfügbare Leistung. Wood Processing ist ebenfalls fertig. Und wir wollen mit den Pellets darüber. Und hier dran. Zack. Die Pellets landen jetzt hier. Nice. Dann dürfte das eigentlich funktionieren. Dann müssen wir nur hier sagen, Strom, Ausgabe, Eingabe, Ausgabe. So. Dann ist es zwar relativ dunkel hier drin, aber wir hauen den Strom dann hier raus. Und da... Oh, wie sieht es hier pelletsmäßig aus? Produktion läuft weiter. Wir könnten eigentlich hier noch mehr Pellets draus machen. So vielleicht. Das ist irgendwie alles ein bisschen mager. Ich meine, hier ist natürlich voll. Ja, gut. Das ist jetzt der erste Kraftwerksversuch, ne? Dann könnten wir aber auch gleich mal schauen, ob wir wie ist das mit den Dampfkesseln? Dampfmaschine 2, dafür brauchen wir Dampfmaschine 1, dafür brauchen wir Eisen. Okay, also wir brauchen eigentlich einfach nur Eisen. Eisen. Können wir hier nochmal ein paar herstellen. Und Stahl brauchen wir auch. Gerechten Stahl. So, wir machen hier nochmal ein bisschen das Gesicht ein bisschen heller. So, schön. Ist anders. Stahl haben wir auch ein bisschen. Zack. Dann können wir hier nochmal... Oh, machen wir mal 15 Stück. Was gut, dass ich das Handcrafting ein bisschen improved habe. Improved Handcrafting. Was können wir denn noch forschen? Hydro Refining.
Refining mit Geoden, alter Schwede. So. Aber wir lassen uns davon nicht beirren und nicht abschrecken. Das wird alles gut. Alles wird gut. Ganz bestimmt. Wir haben da noch nichts. Okay. Ja, dunkel hier drin, ne? Also ich könnte hier, glaube ich, Lampen platzieren. Das ginge. Die aber keinen Strom haben, weil wir den Strom nämlich nach außen geben. Der kann nichts. Der kriegt aber jetzt mal, der kann hier schon mal ein bisschen Strom produzieren. So. Zack. Pellets. Und der haut die ganz schön durch. Leistung, verfügbare Leistung. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Okay, der erste noch nicht so. Okay. 2,1 Megawatt. Das reichen eigentlich zwei. Ja. Es reichen zwei. Gut. Dann können wir die hier weiterhin platzieren. Dann müssen wir nur den einen Greifarm da noch setzen. Ein Kraftwerk. So, das lassen wir mal sein, was der hier macht. Und machen dafür mal noch einen Billo-Greifarm. Die haben noch relativ wenig verfügbare Leistung ist gut. Leistung an sich ist gerade nicht abgefragt. Wir haben sogar eine Map für diese Warenhäuser. Sehr geil. So, wir gucken mal in die Stromversorgung. Gesamtleistung, Produktion. Also wir sind da jetzt wieder auf einem guten Punkt. So, Dampfmaschine 2 bringt mehr als doppelt so viel Energie. Und unser Fabrikgebäude Mark II bringt auch nochmal 5,2 Megawatt. Cool. Das gefällt mir gut. So, das heißt, wir haben wieder eine funktionierende Stromversorgung. So, wir haben eine funktionierende Versorgung an Flüssigtreibstoff. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal zu unserer Flammenwerferproduktion und werden da staunen, dass da mindestens 200 Flammenwerfer drin sind. Pass auf. Schütztürme haben wir ja noch ein paar. Mark II, die können wir. Ja, die tun wir mal ins Inventar. So, und dann holen wir uns unsere Flammenwerfertürme, wo wir ganz, ganz viele von haben, wo wir uns total drüber freuen. 56 Stück, ist okay. Kann ich mitleben. So, Rohre. Haben wir noch Stein? Nicht mehr viel. Also wir haben noch. Ja, doch, das reicht aber. Können wir gerade ein bisschen Eisen wieder wegbringen. Das tun wir wieder ins Lagerhaus. In das Lagerhaus hinein. Das Glas kann auch wieder weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Und zack. Gut. Stromversorgung steht momentan. Wir haben in dem Warenhaus auch noch jede Menge Platz. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Pelletversorgung dann funktioniert. So, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Mangan, Blei, Eisen. Advanced Iron Smelting 2. Processed Iron. So, wir können aus Eisen und Mangan oder aus Eisen und Silizium Eisen herstellen. Iron Powder, ich habe keine Ahnung. Forschen. Da wird uns noch einiges erwarten. Oh, ein Forschungsfläschchen. Und das ganze Material, was hier liegt, ist natürlich auch eine Schande, dass das hier so vor sich hingammelt. So. In Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier viele Flammenwerfer haben, machen wir einfach mal ein langes Rohr und einen Flammenwerfer.
Bis hierhin. Nein, warum geht das nicht? So vielleicht. Flammenwerfer Action. Immer noch ein Strommast. Oh, der wäre gar nicht wichtig gewesen. So. Wir verteidigen uns jetzt mal ganz fein. Verteidigung am Start. Zack. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt machen wir nämlich hier auf die Ecke einen Flammenwerfer hin. So. Und dann machen wir hier ein Verbindungsrohr. Ja, das geht. Das machen wir so. Zack. Und dann hier rüber. Dann kann nämlich hier auch noch einer hin. Dann ist diese Ecke so richtig nice verteidigt. So. Was hast du für eine Range? Wenn ich dich jetzt mal so, sagen wir mal so, dahin setzen würde. Ja, das geht. Jetzt mal nur immer ein bisschen aufpassen, weil die sonst auch gerne mal die eigenen Strukturen grillen. So. Warum mache ich das eigentlich so kompliziert? Das weiß keiner. Okay, es ist verbunden, der hat Treibstoff. Nice, gefällt mir gut. Sehr, sehr schön und lobenswert. So, Geschütztürme sind hier weiterhin am Start. Das ist auch gut. Iron Smelting, fertig. Machen wir Manganese. Coke und Manganese-Ohr. Mayonnaise-Erz. So, und dann können wir hier diesen Bereich auch noch verteidigen. Und zwar so, dass wir hier uns nicht selber grillen. Also so. Da muss er hin. Genau. Zack. Und bis da. Cool. Einige Objekte werden hin und wieder mal beschädigt. Da müssen wir dann leider mit leben. Swamp Tree. Das war dann eins zu viel des Guten. Ja, mit den Flammenwerfern kommen wir gut zurecht, glaube ich dann. Und wenn wir dann unsere Raffinerie noch ein bisschen aufbessern, dann haben wir da auf jeden Fall auch genug Brennmaterial für den Flammenwerfer. Und dann wird irgendwann vielleicht der Zeitpunkt kommen, wo wir den Brennstoff ändern von dem Flammenwerfer, weil ich noch überhaupt gar keine Ahnung habe, welcher der beste davon ist. Aber wir haben überhaupt mal welchen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So. Wir machen eine dicke Defense hier. In der Hoffnung, dass wir mit dem Platz nach unten ein bisschen auskommen. Das kommt meinen Plänen auch zugute, weil ich wollte ja mich nach unten auch dann erweitern. So. Ach, guck mal, wir sind hier quasi in dem Bereich jetzt gelandet. Gut, wir müssen noch irgendwie hier unten noch was verteidigen. Entschuldigung. So, bis hierhin. Nice. Dann können wir hier ein Rohr verlegen. Zack. Und darüber. So, und dann bis hier. Hier, ja. Dann kommen wir mit dem Quatsch nämlich auch darunter. Mangan Smelting ebenfalls fertig. So, Flammenwerfer hier an der Stelle. Soll ich da zwei machen? Macht das Sinn? Das wäre ein bisschen übertrieben, oder? Ein bisschen over the top.
Vor allen Dingen, weil wir ja hier auch nur so einen dünnen Durchgang haben. Nee, da machen wir einen hin. So, und zack. Angeschlossen. Dann können wir da diese Insel sogar ein bisschen abfackeln. Und hier unten ist alles zu. Das ist nice. Hier haben wir ein richtig fettes Bogmonium-Feld. So, wir gucken mal gerade. Was ist das? Ah, okay, eine Klippe. So, und hier unten hat sich eine Base gebildet. Und hier würde ich ganz gerne zumachen irgendwo. Dass wir hier quasi dann unsere Basis schließen können, genauso dann hier runter. Kohle, 1 Million. Sieht schon gut aus, ne? Also wir müssten die Linie noch bis da verteidigen, dann haben wir nach oben schon mal weniger Probleme. Und das hier, das gefällt mir richtig gut. Das ist auf jeden Fall voll die Killerwand. So. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch Munition hier runterbringen könnten, aber das ist dann, glaube ich, doch ein bisschen verfrüht. Mach mal da sowas. So. Und dann das hier und dann einmal hier rüber. Wir schleifen jetzt dieses Spritrohr einfach mal so quer durch die Walachei. Und das war's mit Knickrohren. Knickrohre in Stein, bitte. Da. Oh, Untergrundsteinrohr, auch nicht so viele. Schade. Gut, denn das hier ist safe. Das heißt, wir müssten da unten. Habe ich noch Mauern dabei? Eher nicht so. T. So, Gas Processing. Das könnten wir mal nehmen. Raw Gas Refining, da kriegen wir Acid Gas und NGL. Was auch immer das ist. Petrochem Gas Tank. Gas Refinery. Ja, komm, wir machen das mal. Und dann könnten wir mal gucken. Da sind die FPS gerade ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, ich darf nicht ganz rauszoomen. Das verträgt er irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. So, aber Flammenwerfer am Start. Schon krass, ne? Was ich so für ein Typ bin. So, da ist. Was ist denn da los? Da war ein Angriff. Die haben von hinten angegriffen, die kleinen Schweine. Kann man machen. Ist aber pfui. Und die Forschung läuft grandios gut. So. In Sachen Produktion müssten wir dann eigentlich irgendwelche Fortschritte bald mal machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, weil wir haben ja ein großes Ziel, das ist dieses hier, Konstruktionsroboter 1. Dafür gucken wir mal. Aua. Dafür gucken wir mal, was wir brauchen. Flugrobotergestell. Dafür gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Wenn ich es dann finde. Da. Nein, Elektrolyseur, Friseur, da. Dafür brauchen wir Elektromotoren und Batterien und grundlegende Schaltung. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal nach Batterien. Batterien, dafür brauchen wir Kunststoffstange, Bleiplatte und Schwefelsäure. Sulfuric Acid. Gas Production ist auch fertig. Wir forschen einfach mal weiter mit Schleifen. Was ist das? Siliziumkarbid. Pulverförziges Silizium, genau. Schleifrad. Ich habe keine Ahnung. So. Das heißt, wir gehen wieder in Richtung Chemie. Pritzel, pritzel. Und ich weiß, dass ich hier manche Chemikalien abfackeln, die wir eigentlich noch brauchen. Das kann weg. Das ist da drin. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Das kann aber auch weg.
nochmal ein wenig Platz hier. Das hier ist auch alles hinfällig geworden. Hier diese ganze Anlage, das ist ja unsere erste Metallschmelze, die weicht so langsam von uns. Nicht Metallschmelze, das war glaube ich ja hier mal Steine in Ziegel verwandelt. Und apropos Ziegel, wir sollten auch mal wieder ein bisschen was pflastern, dass wir hier unsere Gehwege ein bisschen nutzen können. So, aber man erstmal ein bisschen Platz. So, das noch weg, okay. Da haben wir noch ein paar Pflastersteine, nice. So. Schwefelsäure haben wir nicht da. Metallurgie, Barrel and Fluid Control, Water Treatment. Sulfuric Waste Water Purification. Das heißt, aus Sulfuric Waste Water kriegen wir 3 Produkte. Das hier ist Sulfuric Waste Water. Das heißt, die Klärung nehmen wir hier auf jeden Fall mal raus. So, vielleicht. Okay. Dann machen wir hier unten unsere Sulfuric Waste Water Aufbereitungsanlage. Keine Ahnung, ob das so heißt. So. Einfach zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Platz machen. Also wenn ich jetzt alles in einem Rutsch hätte abbauen müssen, das wäre, glaube ich, ein bisschen frustrierend und langweilig gewesen. Aber so können wir hier so Step by Step den alten Quatsch abreißen. So. Gut, Forschung lassen wir jetzt mal gerade, weil ich bin nämlich sonst ein bisschen hier überfordert. So, was ist hier das Problem? Hier gibt es eigentlich gar kein Problem, außer dass hier zu wenig produziert wird. Dann können wir mal gerade ein paar Ölpumpen machen. Ölpumpen. Habe ich es übersprungen? Ja, habe ich. Eisenplatten. Holen wir uns, gar kein Problem. Wir wollen nämlich noch 2 Pümpchen machen, dann können wir die da anschließen. Dann haben wir da die Produktion zumindest mal ein bisschen angekurbelt. Gib mir mal da so ein Stack. Danke. Dann machen wir mal 2 Stück von. Und ein Objekt wurde beschädigt da oben. Wir gucken mal ganz kurz dahin, dass wir da gegebenenfalls Reparaturarbeiten machen können. Und wie schön hier tausende von Items auf dem Boden rumliegen. So. Gib mir das und das kann man da vielleicht noch anschließen. Steinrohr. So, ja, doch. Bisschen Strom vielleicht noch. So. 30,7 pro Sekunde. 51,4 pro Sekunde. Das ist schon mal ein bisschen schneller. Und dann machen wir hier noch einen Anschluss hin. Zack. So, dann bekommen wir ein bisschen Multiphasenöl und dann dürften hier die Raffinerien auch mehr arbeiten. Und wir kriegen dann auch mehr Abwasser. War das schlau? Ich glaube nicht. So, hier machen wir mal, weil wir das Ganze natürlich in diesem Stil weiterführen wollen und dann gegebenenfalls auch hier weitere Raffinerien setzen müssen und so weiter und so fort, führen wir das in diesem Stile weiter. Und dann gucken wir mal, wir hatten, hier war das, ne? Wow, nein, da war es nicht. Da war es nicht. Sulfuric Wastewater Purification. Fluorik, Chlorik, Nitrik. Okay, also wir brauchen dieses Schwefelabfallwasser. Und dann brauchen wir Hydroplant. Und in dieser Hydroplant machen wir 3 Produkte daraus. Wir gucken jetzt mal, wie das Ganze. Oh, wir hätten sogar noch eine gehabt. Gut. Das ist alles ein bisschen breiter. Okay,
Okay, dann platziere ich das jetzt einfach mal simplerweise hier so. Zack. Sulfuric Wastewater Purification. Das ist das. Gut. Das bekommt jetzt hier nochmal ein bisschen Strom von mir. So, und dann haben wir drei Produkte, nämlich... Ah, das wäre mal schön, wenn man das anzeigen könnte. So, wir experimentieren mit Schwefelsäure. Nice. Also, schwefliges Abwasser. Dann können wir jetzt schon mal diesen Tank hier dran machen. Was kommt da rein? Gereinigtes Wasser. Cool. So, dann können wir hier eigentlich... Was ist das andere? Wir machen da nochmal einen Tank hin. Einen Tank. Da? Jawohl. Hallo? Hallo. Dann gucken wir, was bist du? Mineralisiertes Wasser. Mineralwasser. Nice. So, hier können wir dann das hier rausholen und du bist... Schwefel. Cool. So, wie kriegen wir Schwefelsäure? Acidgas, dreimal Schwefel. Sulfuric Acid. Sulfurdioxingas. Das ist das. Kaliumsulfat, was? Was? Sulfurdioxid. Ach ja, okay. Wir brauchen einfach nur Schwefel und Sauerstoff. Das ist doch easy. Sauerstoff könnten wir uns von da hinten holen, können wir aber hier vor Ort auch nochmal produzieren. Und zwar mit einem Elektrolyzer haben wir einen. Das ist Liquefier, Oil Gas, Steam Cracker. Lalalalalala. Miracoli ist fertig. Elektrolyzer. Zack, gib mir das. Ist das der? Ja. Wo ist der? Und da ist der. Hä? Der sieht ja anders aus. Warte mal. Kein Bauplan verfügbar. Hä? Ha. Okay. Plan B. Bevor ich da jetzt Elektrolyser. Warte mal. Da ist er. Elektrolyser. Der Elektrolyser. Mit dem Katalysator. So. Das wird auch nicht die endgültige Variante werden, das hier. Da machen wir mit Sicherheit nochmal eine schönere Produktion für. Aber jetzt erstmal Electrolyzer hierhin. Zack. Und dann hätte ich nämlich gerne, dass der Hydrogen Oxygen Glass. Oder aus gereinigtem Wasser. Na klar, pass auf. Das ist mineralisiert, ist das gereinigt ist. Dann machen wir das nämlich mit dem hier. Dann haben wir nämlich kein Abfallprodukt, keine Schlacke an der Stelle. Ja. Das Charakterinventar ist voll. Du bist ja ein Schlauer. Electrolyzer hier hin. Zack. Nimm das. 30, 40, 40, 60. Das gibt nämlich mehr. Purified Water. So, Steinrohr, zack, ohne Nebenprodukte. Machen wir das mal so und hier vielleicht nochmal, zack. Dann fängt er an hier zu elektrolysieren. Das hätte ich gerne nochmal ein Stück weiter unten. Leider müssen wir das dann nochmal abreißen. Wir müssen natürlich hier auf der Seite noch irgendwie rauskommen. So, zack und
Zack, und auf ein neues. So, jetzt haben wir hier zwei Materialien. Ein Material davon wollen wir gerne abfackeln. Flairstack, und zwar das. Was ist das Weiße? Das Weiße ist, glaube ich, Hydrogen. Nimm mal einen Tank zur Hand. Tank, Tank, Tank. Tank 1, Eisenplatten. Verdammt. Wir machen mal hier ein Rohr dran und gucken, ob der was anzeigt. Kupferrohr. Oxygen Gas. Jazz. Gut. Das heißt, hier den Quatsch können wir abfackeln. So. Also Wasserstoff hinfort. Da haben wir Sauerstoff. Dann, boah, das ist ganz schön, ganz schön. Jetzt wollen wir Sulfurdioxidgas dort draus. Das wird hergestellt in diversen Maschinen. Chemplant, Petrochemical Processing. Liquefier ist es nicht. Liquefier, Steam Cracker ist es auch nicht. Oil and Gas Separator, Hydroplant, Plant, Plant, Plant. Okay, also wir brauchen rein theoretisch da so eine Maschine, die hier Chemical Plant. So. Chemical Plant kommt dann hier hin. Sagen wir hier. So, und dann hätte ich gerne, dass du Schwefeldioxidgas herstellst. Und das machst du. Oh, warte mal, ich setze noch ein bisschen nach oben. Oh, sorry, das muss sein. So. Dann nehmen wir hier diese Kupferrohre. Schwefeldioxidgas. So, dann machen wir hier einmal ein Untergrundeisenrohr hin. Damit das Ganze einfach mal angeschlossen ist. Gut, Gas ist da. Jetzt brauchen wir einen Greifarm, der dann den Quatsch darüber holt. Und dann stellen wir Schwefeldioxidgas her. Und aus dem Schwefeldioxidgas und gereinigtem Wasser kriegen wir Schwefelsäure. Ebenfalls in einer Chemical Plant. In einer chemischen Pflanze. So, und diesen Aufbau, das werden wir dann natürlich noch ein bisschen optimieren. Aber nicht mehr heute. So, Chemical Plant. Liquefier ist es nicht, Airfilter. Gas Refinery, wo ist denn die Chemical Plant da? Zack. Und dann haben wir eine Schwefelsäureproduktion. Hört, hört. Hey, listen. So, dann machen wir hier doch mal ein Steinrohr darüber. Dann haben wir nämlich Purified Water. Ich hoffe, wir haben davon genug dann. Sulfuric Waste Production. Okay. Oxygen. Gas. Okay, 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 okay. Wir gucken gerade nochmal. Hier war gerade nochmal Action. Okay, alles gut. So, einen Tank hätte ich gerne. Ich bin da jetzt schon wieder. Wo war das denn? Da war es nicht. Da. Tank 1. Den brauchen wir aber erst später. Und dann nehmen wir Chemical Plant. Gucken jetzt mal, wie sieht das aus? Schwefelsäure bitte. Zack. Oh, nice. Also wir können das hier anschließen. Haha. Sulfuric Acid.
Haben wir noch ein paar Rohre? Steinrohre vielleicht? Wir machen mal ein paar. Halt noch eins weiter nach da. Und Schwefelsäure am Start. Krass. Also wir produzieren Schwefelsäure, ne? Das Problem ist, dass wir jetzt Purified Water eigentlich zu wenig haben für die Menge an Schwefel, die wir hier produzieren. Mineralized Water. So. Wir gucken mal gerade, was wir mit Mineralized Water machen können. Mineralized Water. Rezepte. So, wir gucken mal. Können wir das nicht irgendwie umformen in Keramikfilter, Crystal Slurry, in Sulfuric Waste Water? Huh. Ich meine, man kann es einfach klären, ne? Aber... ja gut, wird sich noch zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber wir haben 200 Schwefelsäure. Und dann machen wir uns doch mal eine nächste Chemical Plant, um zu gucken, was wir für die Batterien brauchen. Und dann haben wir schon die ersten Teile für unsere Bauroboter. Das ist der Hammer. Chemical Plant. So, Batterien. Bleiplatten, Kunststoffstangen, Sulfuric Acid. Wir können auch gar keinen Kunststoff herstellen. Gucken wir gerade, wo kriegen wir denn den Kunststoff her? Kunststoff. Findet er nicht. Und Plastik, da haben wir es. Kunststoffstange. Warum habe ich diese Recycling-Kacke wieder mit drin? Die habe ich auch ausgemacht. Crafting Category. Handcraft. Electronics. Zentrifuging. Recycling 1. 2, 3. Recycling aus. Und zurück. So, Liquid Plastic, Kunststoffstange. Liquid Plastic wird hergestellt aus Propangas oder aus Naphtha und Polyethylengas. Bioplastik, Formaldehyd und Phenol. Zellulose, Acetat und Aceton. Zellulose, Faser. Alter. Propangas. Wie kriegen wir Popogas? Aus Methanol und Dampf. Und Methanol kriegen wir aus Zellulose. Interessant. Oder aus Methan. Methan kriegen wir aus Natural Gas Liquids und die kriegen wir wahrscheinlich aus der Pumpe oder aus Kohle, Naphtha und Dampf oder, interessant. Cold Cracking Gasification. Da kommt noch einiges auf uns zu, aber wir haben schon mal Schwefelsäure. Das muss man ja auch erstmal, ne? Und ich möchte gerne diese Produktion dann doch mit Schlacke machen. Einfach nur, damit wir von dem Purified Water mehr zur Verfügung haben. Und sonst haben wir nämlich irgendwann das Problem, dass das Ding uns hier mit Schwefel vollläuft. Und dann haben wir da ein Problemchen. Aber grundsätzlich schon mal sieht das alles sehr, sehr nice aus hier. Doch, gefällt mir sehr gut.
Und immer wenn so ein Alarm kommt, ist eigentlich schon alles gelaufen. Hier brennt es ein bisschen. Aber ich bin der Meinung, dass wir mit Babyschritten in Richtung Bauroboter gehen. Und da freue ich mich drüber. Da freue ich mich richtig drauf, bis die dann irgendwann mal da sind. Das hier werden wir in straighter Form auf jeden Fall weiterführen. Dass wir hier ja, die Möglichkeit haben, flexibel hier anzubauen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Und ich sollte Aufnahme stoppen drücken.